Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Versammlung, die ja schon etwas angeheitert ist aufgrund der späten Stunde. Zum wiederholten Male beschäftigen wir uns ja nun mit diesem Thema und ich habe nichts Neues dazu gehört bisher, weder vom Pathos noch vom Inhalt und ich werde Sie vermutlich auch nicht überraschen. Bisher ging es ja um die Einrichtung am Flughafen Schönefeld respektive BER. Jetzt haben Sie festgestellt, dass Berlin gar nicht zuständig ist, da Berlin weder für die Einrichtung noch für den Betrieb der Unterkunft verantwortlich ist. Und jetzt geht es Ihnen daher um das gesamte Verfahren. Nun ist ja das Verfahren schon Gegenstand der Kritik von einigen Lobbygruppen wie Pro Asyl oder dem Verein Linke Anwälte, RAV, die das naturgemäß kritisieren, aus verschiedenen Motiven, wie ich durchaus vermute. Aber auch große Organisationen von allgemeiner Bedeutung, wie kirchliche Verbände, üben Kritik. Herr Tasch hat ja nicht versäumt, darauf hinzuweisen und das besonders zu betonen, da er offensichtlich erwartet, dass man dann als CDU-Politiker dem sklavisch folgen müsse. Die Kirche hat allerdings viele Positionen, die gut sind, aber auch viele, die kritikwürdig sind. Und das ist dann jeweils unterschiedlich zu beurteilen. Dieses Recht nehmen Sie sich genauso heraus, wie wir es uns herausnehmen. Und mir wäre nicht bekannt, dass die Linken alle Positionen der Kirche besonders in ihr Herz geschlossen hätten. Ich erinnere da an Abtreibung, Sexualmoral oder Religionsunterricht. Wenn es Ihnen aber in den Kram passt, dann sind es plötzlich selbst die Kirchen für die Linken interessant. Meine Damen und Herren, so kann man Politik nicht machen. Man muss sich statt Stimmungen zunächst den Fakten zuwenden. Und das Flughafenverfahren, das 1992 beschlossen wurde, ist ein beschleunigtes Verfahren für die Fälle, in denen ein Asylantrag offensichtlich unbegründet ist. In einem solchen Fall soll eine schnelle Entscheidung möglich sein. Im Antragstext ist hier von einem fairen Asylverfahren die Rede und ich sage ganz deutlich, meiner Ansicht nach ist das Asylverfahren das fairste, das keine falschen Erwartungen bei den Betroffenen weckt. Wenn die Betroffenen erkennbar ohne jeglichen Schutzbedarf einreisen, und das sind die Fälle, bei denen das Flughafen-Asylverfahren zum Tragen kommt, meine Damen und Herren, dann wäre es unfair, durch eine unnötige Verlängerung falsche Erwartungen zu wecken. Und all denjenigen, die heute hier aus humanitärer Sorge dem Antrag zustimmen möchten, sage ich Folgendes. Das Flughafen-Asylverfahren kommt nur in Betracht bei sicheren Herkunftsstaaten. Das sind Staaten, bei denen aufgrund der allgemeinen politischen Verhältnisse die gesetzliche Vermutung besteht, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet, nachzulesen in § 29a des Asylverfahrensgesetzes. Herr Kollege, aktuell, gestatten Sie eine Zwischenfrage an der Kollegin Bayram? Gut. Keine Zwischenfrage von Frau Bayram. Sie kann gerne eine Kurzintervention machen, das macht sie ja sowieso gerne. Aktuell sind das die Staaten der EU, Ghana und der Senegal. Die konkreten Regelungen in Schönefeld bzw. später BER sind übrigens die, dass Rechtsanwälten, unabhängigen Beratern, Verwandten und Freunden, Organisationen, Dolmetschern und der Presse grundsätzlich ungehinderter Zugang zu den sich in der Unterkunft befindenden gewährt wird. Schon dadurch wird deutlich, dass es nicht um einen Knast handelt, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht, das ist auch wichtig, hat in einer Grundsatzentscheidung von 1996 das Flughafenverfahren für zulässig erklärt. Und zwar in seiner rechtstheoretischen Konstruktion als auch in seiner tatsächlichen Verwaltungspraxis. Als Fazit bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber diesem Verfahren. Es gibt daher auch keinen Grund, die Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Verfahrens zu unterstützen, meine Damen und Herren. Es gibt aber auch diejenigen, die sich gar nicht an der konkreten Praxis des Flughafenasylverfahrens stören, sondern für die jede Form von Zuwanderungsbeschränkung ein humanitärer Makel ist. Heute ist das Flughafenverfahren, das kritisiert wird. Morgen ist das ganze Asylrecht mit dem Ziel einer unkontrollierten Zuwanderung. Ich sage deutlich, das Asylverfahren ist eingeführt worden für Menschen, die einer tatsächlichen Bedrohungssituation für ihr Leben oder ihre Freiheit ausgesetzt sind. Das Asylrecht ist daher für mich und meine Partei nicht verhandelbar, meine Damen und Herren. Das Asylrecht ist aber auch kein Instrument der Einwanderungspolitik. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lux? Ich gestatte keine Zwischenfragen. Allen Versuchen, es zu einem solchen zu machen, werden wir uns klar widersetzen. Und das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Unser Koalitionspartner hat zum Thema Flughafenasylverfahren eine andere Auffassung. Das kann bei verschiedenen Parteien vorkommen und ist politischer Alltag in Koalitionen seit Bestehen der Bundesrepublik. Meine Fraktion teilt aus den geschilderten Gründen jedenfalls die Intention des Antrages nicht. Vielen Dank.